Wie sind eigentlich die doppelten blauen WhatsApp-Häkchen datenschutzrechtlich zu beurteilen? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke, und ich habe heute Geburtstag. Ja, danke, danke für die Glückwünsche. Ich sage jetzt nicht, wie alt ich geworden bin. In meinem Alter sagt man das nicht mehr, aber ich habe Einladungen verschickt. Einladungen an meine Freunde per WhatsApp, und die haben die auch alle gelesen. Die Party ist nicht heute, sondern erst in 2 Wochen. Die haben die alle gelesen. Aber nicht alle meine Freunde haben sich zurückgemeldet. Und woher weiß ich, dass die das alle gelesen haben? Weil es jetzt hier ein doppeltes blaues Häkchen bei WhatsApp gibt. Ja, das werdet ihr schon mitbekommen haben, dass WhatsApp eine neue Funktion hat. Doppeltes blaues Häkchen heißt, der Freund, dem ich etwas geschickt habe, hat's gelesen. Und umso unverschämter, wenn dann kein Feedback gegeben wird, entweder zur Geburtstagseinladung oder kein Statement zu einer Frage. Man antwortet einfach nicht. Vor allen Dingen umso schlimmer, wenn der Freund dann behauptet, ich hatte keine Zeit, habe ich gar nicht gelesen. Das hat natürlich einen riesen Aufruhr im Netz besorgt, und die Leute waren sehr, sehr aufgeregt deswegen. Es gibt jetzt erste Screenshots, dass das möglicherweise wieder rückgängig gemacht werden soll, aber Fakt ist, das ist jetzt erstmal da. Und ich habe mich gefragt, geht das denn so einfach? Das ist ja schon ziemlich tiefgreifend in mein Leben reingedrungen, wenn jetzt plötzlich klar ist, wann ich eine Nachricht gelesen habe, und das sorgt plötzlich für Unmut, auch für sozialen Unfrieden, wenn mir so eine Funktion einfach aktiviert wird. Jetzt in diesem Falle, sage ich mal, weiß ich, wo ich dran bin bei meinem Freund. Kleiner Scherz, die haben sich alle gemeldet. Ich wollte ja damit nur demonstrieren, was passieren kann. Aber es kann natürlich zu Verstimmungen führen. Und ich sage, das geht nicht so einfach. Man kann nicht einfach eine App updaten, neue Funktionen voreingestellt aktivieren, ohne dass der Nutzer da ein Wörtchen mitreden kann. Das verstößt klar gegen geltendes Datenschutzrecht, denn es ist natürlich auch ein personenbezogenes Datum, was im Datenschutzrecht relevant ist, dass ich jemand anderem automatisiert mitteile, ja, ich habe deine Meldung gelesen. Insofern müsste WhatsApp zumindest eine Funktion einbauen, dass man per Opt-in sich dafür entscheiden kann. Aber das einfach so zu aktivieren, ohne die Nutzer zu informieren, und plötzlich sind Häkchen blau und ohne auch darüber im Detail aufzuklären, das funktioniert nicht. Also, was ist die Funktion? Verstößt gegen geltendes deutsches Datenschutzrecht. Es hätte darüber aufgeklärt werden müssen und ihr hättet per Opt-in euch dazu entscheiden müssen. Rechtsunwirksam ist das. Wieso tut da keiner gegen was? Gute Frage. Also, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Datenschützer jetzt da ein Auge drauf hat, und die Verbraucherschützer, da halte ich die Fahne hoch. Der Verbraucherzentrale Bundesverband, das wisst ihr, der hat ein Geld für die Verbraucherrechte im digitalen Zeitalter. Und mit diesem Geld finanziert ihr die Prozesse. Und ich wette, die werden auch die neue WhatsApp-Funktion ganz genau unter die Lupe nehmen. So, ich gehe jetzt Kuchen essen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss und bis zum nächsten Mal.